Das Horst-Korber-Sportzentrum steht dem Berliner Sport wieder komplett zur Verfügung. Am Dienstag wurde auch die Dreifelderhalle nach ihrer Sanierung wieder für den Sport freigegeben. Bereits im Dezember letzten Jahres wurde die angrenzende Rudolf-Harbig-Halle eingeweiht. Das sind sozusagen zwei Herzstücke für den Berliner Sport. Gerade für die Ballsportarten ist natürlich das Horst-Korber-Sportzentrum ganz wichtig. Für Handball, Hockey, Volleyball. Auch unsere Profimannschaften mussten ja umdisponieren, nachdem hier Geflüchtete untergebracht wurden. Und jetzt ist halt diese Zeit der Entbehrung sozusagen vorbei. Apropos Profimannschaften, selbst die renommierten BR-Volleys mussten sich Ausweichorte für ihr Training suchen. Auch sie können nun wieder im Horst-Korber-Sportzentrum trainieren. Also dadurch, dass wir jetzt die Halle nicht immer für uns hatten, sondern immer durch die Stadt pendeln mussten, sind halt viele Trainingseinheiten ausgefallen. Wir konnten beispielsweise nicht immer vormittags trainieren, einfach weil wir keine Halle hatten. Und jetzt, wo wir jetzt ein eigenes Abteil sozusagen für uns haben, haben wir natürlich immer die Möglichkeit, immer reinzugehen, immer zu trainieren, wenn wir Lust haben. Durchaus ganz was anderes. Im September 2015 wurde der Sportkomplex als Notunterkunft sichergestellt. Bis zu 1150 Geflüchtete waren im Horst-Korber-Sportzentrum zeitweise untergebracht. Nach dem Freizug wurde knapp ein Jahr gebaut. Nun steht die Halle dem Sport wieder zur Verfügung. Noch sind 23 Hallen belegt oder noch nicht, Gott sei Dank nicht mehr belegt, aber sind noch nicht saniert. Das muss auch bald geschehen. Da sind auch die Bezirke dran. Aber jetzt können wir sagen, für die Pölchhausschule, für Handball, Hockey und Volleyball steht diese Halle wieder zur Verfügung. Darüber bin ich froh. Saniert wurden neben dem Hallenboden auch die Sanitärbereiche und die Lüftungsanlagen. Die Gesamtkosten beliefen sich auf rund 2,5 Millionen Euro.